Eigentlich wollte ich in diesen Tagen die Domschule St. Marien direkt hier in meiner Nachbarschaft besuchen, aber auch die Schule Hammerkirche. Durch Corona geht das jetzt alles nicht. Deswegen wende ich mich heute an diese beiden Schulen, aber auch an unsere anderen Schulen im Erzbistum Hamburg, an die vielen Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, alle Angestellten in unseren Schulen und grüße euch und sie ganz, ganz herzlich. Im Moment ist irgendwie alles ganz anders. Viele Dinge fallen aus und wir können sie nicht halten, wie wir sie uns eigentlich vorgenommen haben. Aber wir müssen gucken, was dann irgendwie später wie möglich ist. Ich mag noch gar nicht dran denken, wie viele Termine sich dann alle aufbürden. Und ich bin gespannt, wie wir das alles hinkriegen. Aber das ist nicht nur meine Sorge, sondern das haben wahrscheinlich viele. Jetzt heißt es erstmal, die Situation bestehen, gut durchkommen, nicht krank werden, alles vermeiden, was die Übertragung des Virus hindert und dass wir zusammenstehen, auch wenn wir keinen Kontakt zueinander haben, wenn es gewisse Kontaktregeln gibt, an die wir uns tunlichst halten. Ich denke in diesen Tagen besonders an die Schülerinnen und Schüler, die jetzt auf ihre Abschlussprüfungen zugehen. Für die wird das alles, glaube ich, eine große Herausforderung sein. Ich wünsche euch, dass ihr gut den Abschluss machen könnt. Ich denke aber auch an die anderen, die jetzt zu Hause lernen. Und das sind ja auch große Herausforderungen für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für die Familien, wenn ich denke, dass da Homeschooling, Homeoffice und alles Mögliche dann zusammenkommt. Das ist schon eine große Belastung. Deswegen jetzt viel Kraft, viel Geduld, viel Mut. Und gerade jetzt in diesen Tagen vor Ostern wünsche ich allen eine gute Karwoche und ein gesegnetes und frohes Osterfest.